ersten Gefühle mit Glas waren die, dass ich mir in die Finger geschnitten habe. Aber die Leidenschaft kam natürlich durch die Farben, weil es gibt nichts Schöneres als die Stimmungen, die durch Glas und farbiges Glas erzeugt werden. Wenn man mit Erfahrung und Leidenschaft an eine Sache herangeht, an die Produktion von mundgeblasenem Glas, dann kann man davon ausgehen, dass die Einzigartigkeit von mundgeblasenem Glas durch nichts zu ersetzen ist. Zusammenarbeit ist das A und O in unserer Firma. Es erinnert an eine Choreografie, an einen Tanz. Jeder muss genau wissen, wo sein Kollege gerade steht. Wir sind eine Glasmanufaktur. Jede Scheibe von uns ist ein Solitär, ist ein Unikat. Wir haben ein sehr großes Glaslager, welches in etwa 4000 verschiedene Farben umfasst, welche hier gelagert werden in Holzregalen und dann auch in Holzkisten weltweit verschickt werden. In diesen Tagen, als die Hütte damals gegründet worden ist, waren es meistens einfarbige Gläser. Heute sind sehr, sehr viele Gläser auch schattiert oder mehrfarbig, die dann auch den Künstleranforderungen entsprechen. Es sind tolle Gefühle, wenn man die Produkte aus unserem Haus, aus unserer Hütte weltweit wiederfindet. Und es gibt einen holländischen Glasmaler, der sagte einmal, mit farbigem Glas zu arbeiten, ist wie mit der Sonne selbst zu malen. Und ich glaube, diese Aussage sagt so ziemlich alles aus, was es bedeutet, mit farbigem Glas zu malen. Mein Name ist Robert Christ, ich bin aus Waldsassen und Prokurist der Glaside Lamperts.